Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, während Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer immer noch damit beschäftigt sind, 50.000, ach was sag ich, 500.000 rechtsradikale Friedenstauben über der Ukraine abzuwerfen, wirft das ZDF-Magazin Royal heute in dieser Woche mal einen Blick auf ein Land, das wir eigentlich alle schon wieder vergessen haben. Und zwar, wie heißt es noch? Im Mittleren Osten, politisch schwierig, aber nicht Thüringen, wie heißt es? Wie heißt es? Ah ja, Iran war letzten Herbst das Thema bei uns. Bei Instagram haben wir in Deutschland 3 Wochen lang über Iran geredet. Alle, wissen Sie noch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Geht mir ähnlich. Und dabei hat das, was in Iran gerade los ist, auch mit Deutschland zu tun, mit uns. Während wir hier jetzt gerade alle auf Aspekte warten, kämpfen in Iran immer noch vor allem junge Leute um Freiheit und um ihr Leben. Letztes Jahr im September ist die iranische Kurdin Jina Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden. 22 Jahre alt. Festgenommen, weil sie ihren Hijab nicht korrekt getragen haben soll. Sie wurde mitgenommen auf die Polizeiwache und brach dann dort unter ungeklärten Umständen zusammen und starb danach. September 2022. Im Iran brechen heftige Proteste aus. Die Menschen fordern ein Ende der Islamischen Republik und riskieren damit ihr Leben. Hunderte Demonstranten werden erschossen, mehr als 18.000 festgenommen. Das Regime beginnt sie in Schauprozessen zu verurteilen, auch zum Tod. Und damit herzlich willkommen beim ZDF-Magazin Royal, Ihrer heiteren Schmunzelparade am Ende einer anstrengenden Arbeitswoche, wo Sie die ganzen negativen Gedanken mal aus dem Kopf rausbekommen können. Freiheitsproteste in Iran seit September. Und wie reagieren die da oben in Iran? Mit Folter, mit Vergewaltigungen und Hinrichtungen, mit Gewalt. Was man halt so macht als mörderisches, autokratisches Hassregime. Und weil das, was in Iran passiert, so offensichtlich schrecklich ist, haben letztes Jahr auch im Herbst in Deutschland alle darüber gesprochen. Sogar zur Primetime auf Pro7. Wir möchten, dass die Proteste in unserer Welt wahrnehmbar bleiben und unser gemeinsames Hinschauen Teil der internationalen Druckkulisse wird, die sich gerade vor allem im Netz formiert. Deswegen verschenken wir unsere Instagram-Reichweite und Aufmerksamkeit an die beiden Damen, die ihr gerade kennengelernt habt. Und zwar für immer. Bärenstarke Idee, Sascha und Alec von Bosshorst. Tolle Idee. Wir schenken Iran unsere Aufmerksamkeit. Und zwar für immer. Wir hier im freiheitsverwöhnten Deutschland sind so lange empathisch und solidarisch mit den jungen Menschen in Iran und ihrem Freiheitskampf, bis das Regime gestürzt ist. Zur Not für immer. Weil das ist uns wichtig. Und wir mitteleuropäischen Medien-ADHS-Patienten lassen uns dieses Mal nicht von irgendwas ablenken. Dieses Mal nicht. Nein, nicht mal vom Dschungelcamp oder vom Profi-Dart, Feel the Dart. Ich lasse mich nicht mal ablenken von einer leckeren Carbonara, direkt zubereitet von 2 kastrierten Katzen, Rassekatzen, im Parmesanrad, was 2.000 Euro gekostet hat und 42 Kilo wiegt. Ich lasse mich auch nicht ablenken von Murmelmania, super Show bei RTL. Auch nicht vom Finale von Murmelmania, wo man nie so genau weiß, ey, wer gewinnt denn da eigentlich? Es ist echt spannend. Vielleicht gewinnt Oliver Pocher, vielleicht wer anders. Joko und Klaas, liebe Grüße. Natürlich haben sie längst wieder ihre neue Instagram-Accounts. Wer stiehlt mir die Show? Iran? Du nicht, mein Freund. Und außerdem, Instagram-Accounts braucht man ja auch in Deutschland. Das ist ja auch Freiheit. Natürlich, wir dürfen nicht vergessen, was gerade passiert. In, ja, wo denn nochmal, wo ist denn gerade so schrecklich nochmal? Ukraine? Nee, anders schrecklich. Türkei und Syrien? Nee, wo? Iran! Man vergisst das ja alles immer so schnell, ja klar. Gefängnisse im Iran, wie das Regime Demonstranten foltert. Wie Irans Sicherheitskräfte Vergewaltigungen einsetzen, um Proteste zu unterdrücken. Verschleppter Aktivist, Deutsch-Iraner Jamshid Shammat, in Teheran zum Tode verurteilt. So reagiert das iranische Regime, wenn die Menschen Freiheit wollen, mit der Todesstrafe. Jamshid Shammat, ein deutscher Iraner, wurde in Teheran letzte Woche zum Tode verurteilt. Letzte Woche! Die Menschen in Iran kämpfen für ihre Freiheit. Natürlich anders, als wir jetzt hier in Deutschland für unsere Freiheit kämpfen. Hier heißt Freiheitskampf, Frikadelle im Porsche 911er fressen, ohne Tempolimit auf dem Weg nach Sylt und dabei Lisa Eckert hören und an jeder Ampel Fuck you Greta mit der Hupe morsen. Fridays for Future, nicht für mich. So geht Freiheitskampf bei uns. Die Menschen in Iran wollen irgendwie ganz andere Freiheit. So in der Öffentlichkeit tanzen oder sich küssen dürfen, ohne danach in den Knast zu müssen. Das ist doch keine Freiheit, das ist normal. Naja, und nur weil es keinen Iran-Brennpunkt nach der Tagesschau mehr gibt, heißt das nicht, dass in Iran wieder alles okay ist. Zwar sieht 4 Monate nach Ausbruch der Proteste äußerlich vieles wieder nach Alltag aus. Die Straßenproteste sind weniger geworden, doch die angespannte Stimmung ist überall deutlich zu spüren. Und auch im Alltag ist der Protest angekommen.
Viele Frauen tragen kein Kopftuch mehr. Und das passt dem iranischen Regime ganz und gar nicht in den Kram, weil die wollen sich eigentlich auf was ganz anderes konzentrieren. Bau einer Atombombe fast möglich. Sehr hoch angereichertes Uran im Iran entdeckt. Ja gut, aber lieber Uran in Iran als Oral im Ural oder Anal bei Aral. Sagt mein Arzt immer. Also nicht zu mir, sondern bei Frag doch mal die Maus. Keine Ahnung, was er damit meint, aber der Mann hat studiert. Und das ist dieser feine Humor, für den das ZDF-Magazin Royal so bekannt geworden ist. Wo war ich nochmal? Ach ja, Iran. Iran. Um die Proteste der iranischen Bevölkerung möglichst effektiv zu unterdrücken, hat das iranische Regime mehrere heftige Schlägertrupps am Start. Die iranische Polizei, die iranische Armee und die iranische Revolutionsgarde. Für eine Autokratie erstmal nichts Ungewöhnliches. Ein fetter Einschüchterungsapparat, um die eigene Bevölkerung in Reih und Glied zu knüppeln. Das soll jetzt kein Vergleich sein, aber nur mal zum Vergleich. So sehen unsere deutschen Schlägertrupps aus. Hier die Landespolizei, die Bundespolizei und die beiden Hände von Backpfeifen Dieter. Also nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Dieter Bohlen schlägt niemanden. Da würde ich jederzeit eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben. Leute schlagen braucht Dieter auch gar nicht. Der klärt seine Probleme nämlich verbal. Ja, Leute, so unterschiedlich kann man die Sachen sehen. Ja, dieser französische Segler hinter mir ist gestern voll mit seiner Spitze in mein Boot reingekracht. Das hat vielleicht gescheppert, ja. Ich bin dann hin und so und er, no, no, only pitié, pépé. Ja, ich sag ja, aber ole petit peu, ja. Das Boot ist im Eimer, ja. Aber okay, ja. Ja. Okay, ja. Like, wer es kennt. Like, wer es kennt. Wo war ich? Wer bin ich überhaupt? Ah, mein Gott! Das bin ich? So hässlich? Na ja gut, fürs Fernsehen reicht's. Ich hab schon wieder das Thema vergessen. Scheiße. Da habe ich mir extra aus Solidarität das Haupthaar ausdünnen lassen letzten Herbst. Warte mal. Iran. Ich wollte ja erzählen, warum der Freiheitskampf in Iran auch uns hier betrifft, in Deutschland. Wegen der iranischen Revolutionsgarden. In Iran prügeln die ganz offen auf die Zivilbevölkerung ein. Neben anderen Streitkräften der iranischen Regierung wird ein Großteil der Gewalt gegen Demonstranten von der Revolutionsgarde orchestriert. Aber auch bei uns in Deutschland sind die aktiv. Der wichtigste Job der iranischen Revolutionsgarden, mit Gewalt die Macht des Regimes im Iran sichern. Gegründet nach der Islamischen Revolution 1979 aus informellen Milizen, haben sich die Garden zu einer professionellen Parallelarmee entwickelt. Sie haben eigene Boden-, Luft- und Seestreitkräfte. Ihnen untersteht auch das umstrittene Raketenprogramm, das die USA und ihre regionalen Verbündeten als Bedrohung sehen. Die Revolutionsgarde, das sind nicht 20 fehlgeleitete High-Performer mit blank polierten Baseballschlägern. Zur Revolutionsgarde gehören Hunderttausende. Die Revolutionsgarde ist die mächtigste iranische Streitkraft, sogar wichtiger und einflussreicher als die reguläre iranische Armee. Sie unterstehen direkt dem obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei. Oh, der Ayatollah, das religiöse Oberhaupt von Iran. Die Revolutionsgarden sind dem Ayatollah und seinem Verständnis vom Islam verpflichtet und nicht der Bevölkerung. Aber über den Ayatollah in der deutschen Fernsehsatire sprechen, da muss man aufpassen. Da braucht man humormäßig die ganz feine Klinge. Da muss man aufpassen. Sonst weitet sich das zu einer Staatsaffäre aus. Deswegen, zack. Nehmen Sie doch Platz, Herr Ayatollah. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Konflikt zwischen der Bundesrepublik und Iran um die ARD-Fernsehsatire Rudis Tagesschau beharrt Teheran auf einer Entschuldigung Bonds. Der iranische Botschafter stellte heute abermals klar, das bisher geäußerte Bedauern reiche nicht aus. Die Bundesregierung indessen ist darum bemüht, dass sich die Empörung der iranischen Führung über die satirische Darstellung von Ayatollah Khomeini nicht zu einer Staatsaffäre ausweitet. Keine Sorge, nicht mit mir. Dieser Mann, der Ayatollah, ist der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarde. Über ihm steht nur noch Gott. Die iranische Revolutionsgarde wird also praktisch direkt von Gott befehligt. Und was heißt das? Richtig, die iranische Revolutionsgarde kann nebenbei ein bisschen Kohle machen. Direkt oder indirekt betreiben sie zahllose Baufirmen. Außerdem Banken, Supermarktketten,
Nahrungsmittelhersteller, Augenkliniken, eine eigene Fluglinie, Erdölraffinerien, See- und Flughäfen, Luxushotels, Autohersteller, IT-Firmen. Gottes Businessplan. Und wer in Iran sagt, ja, Glückwunsch zur neuen Augenklinik, aber wie wär's mit ein paar Grundrechten? Oder wie wär's, wenn ihr mich nicht am nächsten Baukran aufhängt, wenn ich meine Meinung sage? Der wird halt am nächsten Baukran aufgehängt. Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden haben zwei Frauen bei einem Angriff vergewaltigt, der von Staatsanwälten gedeckt wurde. Die Revolutionsgarden sind in Iran mächtiger als die eigentliche Armee. Sie kontrollieren die Wirtschaft und gehen brutal gegen Demonstrierende vor. Im Namen Gottes. Warum treten die Revolutionsgarden so radikal auf? Wer hat Schuld daran? Hussein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, hat erneut den Westen für die systemkritischen Proteste im Land verantwortlich gemacht. Er erklärte, alle Satane der Welt hätten sich gegen den Iran versammelt. Amerika, England, Deutschland, Frankreich, Israel, die Saudis und weitere. Ach so. Ich dachte immer, die Versammlung aller Satane der Welt sieht so aus. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. 6.5 hours later. Oder so. Nee, stopp. Das sind keine Satane, das sind die vier aldikalyptischen Reiter. Verstehen Sie? Weil die ihre Tickets damals bei, ist egal. Wo war ich? Gerade lag es mir noch auf der Zunge. Aber jetzt fühlt sich das irgendwie total weit weg an. Dabei hatten wir doch irgendwie alle versprochen, das nicht zu vergessen. Worum ging's? Jan? Was denn? Wer spricht da? Satan? Gott? Dieter? Wer ist es? Hier ist die Regie. Ja? Iran. Ach so, ja, Iran. Iran, danke. Die iranische Revolutionsgarde wehrt sich einfach nur gegen die Satane auf der ganzen Welt. Und der Obersatan für das iranische Regime ist ja auch klar. Iranische Revolutionsgarden drohen Israel mit Vernichtung. Hui, wir sind's. Das ZDF-Magazin Royal. Ihr leichtes Comedy-Bett-Hupferl nach der anstrengenden Heute-Show. Das iranische Regime sieht aber auch auf der Welt nicht nur Satane, sondern auch gute Freunde. Iranische Revolutionsgarde schult russische Armee offenbar an Drohnen. Die iranischen Revolutionsgarden unterstützen Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da kann sich Sarah Wagenknecht mal ein Beispiel dran nehmen. Nicht immer nur reden, einfach mal machen. Und überhaupt, die Revolutionsgarde ist erstaunlich oft aktiv im Ausland. Iran wird beschuldigt, Mord an zwei Journalisten in Großbritannien geplant zu haben. US-Behörden werfen Iran geplanten Auftragsmord an Journalistin vor. Geplanter Terrorakt. Belgisches Gericht verurteilt iranischen Diplomaten zu 20 Jahren Haft. Wenn Sie jetzt denken, was erzählt mir der Gebührenclown über Iran, Israel, die USA? Was soll das? Was soll das? Wir sind hier immer noch in Deutschland. Was hat das alles mit mir zu tun? Dafür zahle ich keine GEZ. Dann sage ich Ihnen jetzt mal vier Sachen. Erstens, Sie sind ein Arschloch. Zweitens. EU-Parlament will Irans Revolutionsgarden auf EU-Terrorliste sehen. Drittens. Habe ich vergessen? Und viertens. Terrorismus aus dem Iran. Die Revolutionsgarden sind auch in Deutschland aktiv. Die iranischen Revolutionsgarden sind auch bei uns aktiv. Dabei haben wir doch schon genug mit deutschen Terrorgruppen zu tun. Morgens um 4 Uhr, Kaff an die Türe, na nun Besuch so früh am Tage. Mein Gott, warum wurde dieser Instagram-Account eigentlich nicht verschenkt? Ey, jetzt hab ich vor Schreck wieder vergessen, worum es geht. Warte mal. Ja. Mein Gott, wir sind ja nicht im WDR. Entspannt euch mal. Danke. Die gefährlichste militärische Truppe des Iran, die iranische Revolutionsgarde, ist auch in Deutschland aktiv, seit Jahrzehnten. Bei einem Anschlag mit offenbar politischem Hintergrund sind in Berlin 4 Männer erschossen worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Täter kommen möglicherweise aus Iran. Die Opfer sind führende Politiker der Demokratischen Kurdischen Partei in Iran. 1992 erschießt ein Killerkommando in Berlin im Restaurant Mykonos 4 iranisch-kurdische Exilpolitiker. Ein Mordanschlag in Berlin. Und zu wem hatten die Attentäter auch Verbindungen? Nein. Ich meine, die iranischen Revolutionsgarden natürlich, nicht Dieter. Obwohl, könnt ihr vielleicht mal das Video zeigen, wo Dieter mal wieder eine seiner berühmten Auseinandersetzungen verbal geklärt hat. Zeigt das bitte mal. Ich kann's nicht. Klar kann ich nicht lassen. Letztes Mal hast du auch gesagt, das Buch wird nichts. Und wie erfolgreich ist das geworden? Eben. Du musst, sind diese Schlägerei. Oh, morgen steht in der Zeitung, Gottschalk greift Boland. Menschenskinder. Der Thomas hat gesagt, hau ihn um einen. Helft mir! Auf. Okay. Vielleicht kann uns Backpfeifen-Dieter vor den iranischen Revolutionsgarden beschützen in Deutschland. Ich merke das richtig.
wenn es um Deutschland geht, dann werde ich auf einmal richtig fokussiert und aufmerksam. Es geht um Bedrohungen bei uns. Es geht um uns hier in Deutschland. Es geht um unsere Freiheit. Iran operiert bei uns. Hier. Seit 2018 wurden 9 strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen 24 mutmaßliche iranische Agentinnen und Agenten in Deutschland eingeleitet. Ey, Iran, hör mal bitte auf, in Deutschland hier rumzuoperieren. Wir haben schon genug Stress. Die AfD, Russland, Franziska Giffey, der ARD-Vorabend. Wir haben Stress genug. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz liegen zu 160 Personen mit Bezügen zu Deutschland Hinweise auf Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden vor. 160 Personen, von denen der Verfassungsschutz weiß. Wir alle wissen, was das bedeutet. Mindestens 160 Personen setzen im Verborgenen wohl die Interessen der iranischen Revolutionsgarde durch. In Deutschland. Zur Not mit Gewalt. Das wirft schon ein paar wichtige Fragen auf. Zum Beispiel möchte ein gewisser Ayatollah Khamenei, 83, aus Mashhad wissen, was halten Menschen iranischer Herkunft in Deutschland eigentlich so vom iranischen Regime? Hella, was meinst du? Hella. Verfassungsschutz warnt Menschen iranischer Herkunft vor Ausspähung. So hatten iranische Dienste laut Sicherheitsbehörden Interesse daran, die Teilnehmenden der großen Solidaritätsdemonstrationen in Berlin herauszufinden. Wer in Deutschland an einer Demo gegen das iranische Regime teilnimmt, der kann davon ausgehen, dass Leute anwesend sind, die sich ganz genau anschauen, wer da so mitläuft. Und das iranische Regime interessiert sich auch für andere Menschen hier bei uns. Die umfangreichen Ausspähungsaktivitäten der Revolutionsgarden richteten sich insbesondere gegen pro-israelische und pro-jüdische Ziele. Das iranische Regime bedroht Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und dazu möchte Jan Böhmermann, der ist 32 Jahre alt und kommt aus Pulheim bei Köln, folgendes wissen. Folgende Frage. What the fuck? Bernhard, du bist dran. Bernhard. Bernhard? Hamburg, Tag der offenen Tür in der Blauen Moschee. Das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH, wird immer wieder mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert und seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Islamische Zentrum Hamburg trägt das menschenfeindliche Weltbild des iranischen Regimes von Hamburg aus in die Welt. Von Hamburg in die Welt, so wie Udo Lindenberg oder wie die Beatles oder wie Heidi Kabel. Von Hamburg in die Welt, das hat Tradition und geht dank des Islamischen Zentrums Hamburg auch mit Hass und Gewalt. Ist doch toll. Seit 2018 hat das Islamische Zentrum Hamburg einen neuen Chef und der hatte offenbar nicht nur Kontakt zum Ayatollah, sondern auch zu den, na, wer kommt drauf? Richtig, den iranischen Revolutionsgarden. Eigenen Angaben zufolge habe er ab 1991 als wehrpflichtiger Offizier mit Universitätsabschluss im Korps der Revolutionsgarden gedient, wobei er als Computerspezialist aktiv gewesen sein soll. Sagt der Hamburger Verfassungsschutz, wobei 1991 jeder als Computerspezialist galt, der einen Solartaschenrechner anbekommen hat. Wenn wir an Geheimdienste, an Überwachung, an Spionage denken, haben wir als Reflex immer Russland im Kopf oder China oder allerhöchstens Alexa, aber... Der lange Arm Irans reicht offenbar bis an den Dortmunder Stadtrand. Hier wohnt ein Mann, der nach Überzeugung deutscher Ermittler Anschläge auf jüdische Einrichtungen begehen sollte. Im Dienste des Mullah-Regimes. Klingt nach staatlich organisiertem Terrorismus. Die iranischen Revolutionsgarden beauftragen Leute aus dem Verbrechermilieu, aus der organisierten Kriminalität, um Aktionen hier in Deutschland durchzuführen. Generalbundesanwalt ermittelt. Hinter den Angriffen auf Synagogen in Nordrhein-Westfalen vermuten Ermittler die iranischen Revolutionsgarden und einen Deutsch-Iraner aus dem Rockermilieu. Und wenn der iranische Staat und die iranischen Revolutionsgarden schon hier in Deutschland so brutal auftreten können, wie muss es dann erst in Iran sein? Wir müssen weiter über Iran reden, auch wenn wir Instagram-Accounts schon verschenkt haben und schon wieder neue haben. Wir müssen den Menschen im Iran doch in ihrem Freiheitskampf helfen. Wir müssen ihnen noch helfen, aber sobald man mehr fordert, zum Beispiel, dass die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation gelistet werden in Europa, wird man ständig abgewürgt. Die Terrorlistung in der EU der Revolutionären Garden. Die Außenministerin in Deutschland prüft. Und mit diesem Appell möchte ich die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Fraktionellen Antrag, uns dafür auszusprechen.
Ja, komm zu Pötte-Rötte, ganz ehrlich, ey. Norbert Röttgen von der CDU, weil du dich jetzt so lange über die iranischen Revolutionsgarden beschwert hast im Bundestag, fehlt deiner Fraktion jetzt eine wertvolle Redeminute, in der die CDU so viel wichtigere Probleme hätte lösen können. Gender-Gaga muss abgeschafft werden. Böllerverbot. Wir Deutschen müssen jeden Tag mindestens 6 China-Schinken deverballern dürfen. Zu wenig Autos. In Deutschland zu wenig Autos. Das ist doch das Thema. Zu wenig Autobahnen. Und den deutschen Wald, den muss man mit Beton in seine berechtigten Schranken weisen. Das ist ganz wichtig. Schweinefleischpflicht in Kitas. Und die Klimakleber wegsperren, mindestens. Oder hier. Hier. Und das Grundrecht auf Öl- und Gasheizung muss ins Grundgesetz. Niemand darf zu Solarstrom gezwungen werden bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Das wollen die da oben, das Deutschlandregime, mal wieder über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Also ich wurde zumindest nicht gefragt. Vielleicht habe ich auch nur die Einladung nicht gesehen, keine Ahnung. Weil hier überall Wind- und Lastenräder stehen. Lastenräder, das sind doch die eigentliche Gefahr. Ich habe von einem Cousin meiner Tante gehört, die hat, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass seltene Vögel immer öfter in Lastenräder reinfliegen und da zerschreddert werden. Deswegen, Lastenräder, meiner Meinung nach, das müsste man mal politisch durchsetzen. Mindestens 1 Kilometer entfernt von Häusern und Vögeln. Mindestens, meine Meinung, so.